Ich bin Malte Zabel, Co-Direktor des Europaprogramms der Bertelsmann Stiftung und darf uns hier durch die nächsten 60 Minuten führen. Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir zwei ganz tolle Gäste haben, die hier und heute mit uns diskutieren, nämlich einmal Franziska Brandner und Sabine Thier. An Sie beide ein ganz herzliches Willkommen. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen. Schön, dass Sie da sind. Ich bin sicher, dass nahezu alle Zuschauerinnen und Zuschauer Sie beide kennen. Trotzdem stelle ich Sie der Form halber einmal kurz vor. Franziska Brandner ist parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz und in dieser Funktion unter anderem auch befasst mit Fragen der deutsch-französischen Energiekooperation. Frau Brandner, Sie waren 5 Jahre lang Mitglied des Europäischen Parlaments. Frau Thier, jetzt haben wir einmal Hintergrundgeräusche bei Ihnen. Und Frau Brandner, auch langjährige europapolitische Sprecherin der Grünen. Und ich glaube, das kann man heute durchaus mal betonen, Sie haben in Paris an der Sciences Po Politikwissenschaft studiert. Frau Thier ist seit 6 Jahren Abgeordnete der französischen Nationalversammlung, leitet dort unter anderem den Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union. Mitglied in der Legislaturperiode. Jetzt nicht mehr, aber ich bin immer noch im Ausschuss. Dann nehmen wir das der Vollständigkeit halber mit auf. Jetzt sind Sie auf jeden Fall auch noch Mitglied des Verteidigungsausschusses, da unter anderem befasst mit der sicherheitspolitischen Zusammenarbeit eben zwischen Deutschland und Frankreich. Sie sind außerdem Mitglied der deutsch-französisch-parlamentarischen Arbeitsgruppe, die Sie zeitweise auch mitgeleitet haben. Und auch das darf man heute einmal sagen, Sie kommen gebürtig aus Remscheid, gar nicht so weit weg vom Gütersloher Stammsitz der Bertelsmann Stiftung. Bevor wir jetzt in Medias Res gehen, vielleicht noch einmal letzte Regiehinweise. Wir beginnen hier gleich mit einem moderierten Gespräch. Dafür nehmen wir uns 30, 40 Minuten plus minus Zeit. Danach möchten wir dann aber auch Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu Wort kommen lassen. Und wir laden Sie ganz herzlich ein, nutzen Sie die Chatfunktion. Die ist die ganze Zeit über freigeschaltet, auch jetzt schon. Und darüber werden wir dann Ihre Fragen, Anregungen, Kommentare später, wenn wir hier mit der Moderation erstmal durch sind, hier ins Gespräch bringen. Wir drei hier können das sehen, die Fragen aus dem Chat. Die anderen Zuschauerinnen und Zuschauer können das nicht. So, wir haben nicht so wahnsinnig viel Zeit, deswegen würde ich sagen, genug der Vorrede. Lassen Sie uns direkt einsteigen. Frau Brandner, Frau Thier, bevor wir gleich auch in Ihre Ressorts reingehen, Sicherheit und Energie, würde ich ganz gerne relativ breit mit Ihnen anfangen und Sie einmal so zum Allgemeinzustand der deutsch-französischen Beziehung befragen. Es gab in den letzten Monaten, besonders so Oktober, November rum, da gab es auch ein paar nicht ganz so positive Schlagzeilen. Der verschonte Ministerrat, der deutsch-französische Motor stottert, da gab es einiges zu lesen. Und da konnte mitunter auch der Eindruck entstehen, kurz vor dem Jubiläum, da kriselt es ganz schön zwischen Deutschland und Frankreich. Wie beurteilen Sie das aus der politischen Binnensicht? Ist das wirklich so? Gab es, gibt es eine Krise, vielleicht auch atmosphärisch, oder ist das völlig übertrieben? Frau Brandner, möchten Sie starten? Ja, danke auch für die Einladung und die freundliche Begrüßung. Also, wir haben ja in Europa ein sehr schwieriges Jahr hinter uns. Das ist das Mindeste, was man sagen kann mit einem Angriffskrieg, den wir so jahrzehntelang zum Glück nicht hatten. Und ich finde, dass sich die Europäische Union in diesen Zeiten extrem gut behauptet hat und entgegen allen Unkenrufen wir nicht auseinanderdividiert wurden, dass wir gemeinsam es immer wieder schaffen, Sanktionen voranzubringen, militärisch zu unterstützen, humanitär zu unterstützen, politisch zu handeln. Deswegen finde ich wirklich bei aller Manöverkritik, die vielleicht auch einige immer wieder äußern, erstmal sollte man den Kontext sehen, was wir geschafft und geleistet haben. Und da bin ich auch durchaus stolz drauf. Und dann gibt es, wie so in vielen anderen Bereichen auch, wenn ich das so sagen darf, man merkt einfach, was dann nach 16 Jahren auch liegen geblieben ist. Ja, in unserem Bereich die ganze Frage bei dem Ausbau der Erneuerbaren, Digitalisierung, viele Bereiche. Und man merkt auch, dass in Deutsch-Französischen viele Schwierigkeiten zwar mit Formelkompromissen angegangen worden waren, aber nicht wirklich zu einer hart erarbeiteten Lösung gekommen sind. Und da merkt man auch, dass einfach in Krisenzeiten solche Formelkompromisse nicht halten. Und deswegen ist es absolut richtig, dass Macron und Scholz auch an alle klar die Devise gegeben haben, wir
erarbeiten Lösungen, auch wenn es uns schwerfällt. Und das finde ich absolut richtig. Und es gibt so einen Bereich, Sabine, du erinnerst dich dran, der war auch Christophe Aron immer ganz wichtig, die Frage von Kurzarbeitergeld, ja, zwischen Deutschland und Frankreich, also deutsches Kurzarbeitergeld, französische Arbeitskräfte, die in Deutschland das beziehen, die immer netto wesentlich weniger hatten als ihre deutschen Kollegen. Ja, das war ein Thema, was irgendwie jahrelang da liegen geblieben war. Alle haben sich immer hin und her geschoben, irgendwelche Formen Kompromisse. Es wurde aber für die Menschen vor Ort nicht gelöst. So, jetzt haben wir jetzt endlich den gordischen Knoten durchschlagen. Das sind so die Dinge, wo ich denke, so, zum Glück, ja, und das ist auch ein richtiger Ansatz. Das bringt dann vielleicht nicht für alle Deutschen, alle Franzosen was, aber konkret werden Probleme gelöst. Und das finde ich auch den richtigen Ansatz. Von daher finde ich, dass das gerade in gute Zeit auch jetzt ist, auch für diesen Sonntag, das einfach, das ist ein ernsthafter, konstruktiver und von beiden Seiten stark gewollter Arbeitsprozess. Frau Thillier, wie blicken Sie darauf? Ja, ich kann eigentlich Franziska Gebrandner nur zustimmen und ich finde es auch wirklich sehr gut, dass Sie das Ganze in den europäischen Kontext gestellt haben. Es geht ja nicht nur ganz alleine um unsere deutsch-französische Beziehung, sondern um Deutschland und Frankreich in Europa. Ne? Und ich glaube, da kann man auch wirklich mal, da bin ich ganz bei ihr, auch mal stolz darauf sein, was wir eigentlich geleistet haben. Wir gucken immer nur auf das, was ein bisschen schief geht. Und das ist ganz klar, alles, was menschliche Tätigkeit ist, hat positive und negative Seiten, aber wir haben auch viel erreicht. Und ich glaube, was heute allerdings ein bisschen schwieriger ist, wir sind jetzt in einem Kontext, in dem wir so eigentlich nicht mehr erwartet haben, ne, dass es wieder zu einem Krieg in Europa oder im europäischen geografischen Raum kommen konnte. Da müssen wir alle irgendwie, wir müssen uns alle umstellen. Und ich glaube, auch Europa muss sich jetzt in diesem neuen Kontext einfach zurechtfinden und Deutschland und Frankreich natürlich auch. Und was jetzt wirklich wichtig ist, ist tatsächlich Lösungen erarbeiten, aber nicht Lösungen, indem man von unserer Geschichte, unseren anderen Prioritäten und unserer Kultur abzieht, sondern die auch mit einbezieht und versucht, komplementäre Lösungen eben zu finden. Ne? Und ich glaube, das ist heute ganz wichtig. Deutschland und Frankreich haben immer in einem gewissen Spannungsfeld gearbeitet, aber das sollte man einfach nicht überbewerten. Und ich habe manchmal fast das Bedürfnis zu sagen, gucken wir uns das Ganze doch mal mit einem kühleren Kopf an, brauchen wir unbedingt auch immer diese emotionale Aufgeladenheit, indem man, weiß ich nicht, vom Couple spricht oder vom Motor oder von... Ich finde, das könnte man, wie gesagt, vielleicht sollte man da auch manchmal ehrlicher herangehen. Dann versuchen wir das mal und machen mal weiter auch wirklich mit dem europäischen Kontext, den Sie beide stark betont haben und mit dem Stichwort Lösung. Also Krise, höre ich raus, nicht wirklich, ist eine Überhöhung des aktuellen Zustands, so sollte man das nicht beschreiben. Es sind aber trotzdem einfach unterschiedliche Positionen, auch beim Krisenmanagement in diesen außergewöhnlichen Zeiten, sind erkennbar. Also gerade auch, wenn wir so in Ihre beiden Ressorts reingehen. Frau Brandner, wie problematisch ist das zum Beispiel, dass Deutschland und Frankreich ganz unterschiedliche Positionen haben oder hatten, zum Beispiel mit Blick auf die Gaspreisdeckelung, auf Pipelines, Stichwort Midcat, oder eben auch zur Kernenergie im Allgemeinen. Also wie sehr erschwert das europäisches Krisenmanagement, wenn es in diesen Schlüsselfragen keine Einigkeit gibt? Ist das auch eine Belastung für funktionierende, bestehende Energieprojekte, die es ja auch gibt zwischen ihren beiden Ländern? Nee, also ja, ich will nicht daran anschließen, was du auch gesagt hast, Sabine, die deutsch-französische Freundschaft ist ja deswegen so wichtig, weil wir häufig erstmal unterschiedliche Ausgangspositionen haben. Und das schon immer so war. Und es über Jahrzehnte, Jahrhunderte lang dazu geführt hat, dass wir uns dann bekriegt haben. Deswegen ist deutsch-französische Freundschaft nicht, wir haben die gleichen Ausgangspositionen, sondern deutsch-französische Freundschaft ist die Normallage, es gibt unterschiedliche Ausgangspositionen und man schafft es, eine gemeinsame Lösung zu erarbeiten. Also deswegen finde ich wirklich, als habe, wenn Sie sagen, gibt es unterschiedliche Ausgangspositionen, sorry, das ist überhaupt gar kein Problem. Das ist die raison d'être, warum es viel Kraft und Energie braucht, immer wieder hier gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Aber das ist genau die Aufgabe. Und das ist die, was wir auch, glaube ich, immer wieder vermitteln müssen, dass deutsch-französische Partnerschaft, Freundschaft nicht, also Friede, Freude, Eierkuchen und wir haben uns alle lieb einfach ist, sondern es bedeutet,
dass wir es so wichtig erachten, dass wir jeden Konflikt friedlich und im Sinne einer Stärkung der Europäischen Union und Handlungsfähigkeit wenden wollen. Das ist die Aufgabe. Und wenn uns das gelingt, dann haben wir eine gute deutsch-französische Zusammenarbeit und Partnerschaft. Das ist die Aufgabenstellung. Und wenn wir uns die anschauen, dann haben wir natürlich in einem Energiemarkt unglaublich unterschiedliche Aufgaben und Herausforderungen. Ich finde es bemerkenswert, Herr Zabel, dass wir uns in dieser Krise, die ist ja beiderseitig gewesen, unterschiedlich gelagert, aber es gab Schwierigkeiten oder gibt Schwierigkeiten in beiden Ländern, nie gegenseitig vorgeworfen haben, hättet ihr mal und jetzt guckt mal, wo ihr bleibt, sondern dass wir uns gegenseitig geholfen haben. Ja, wir haben nicht als deutsche Regierung gesagt, ja, liebe Franzosen, wir wussten ja, Atomkraftwerke ist Panne und wenn die dann wirklich in der Panne sind, dann guckt doch, wo ihr bleibt, sondern natürlich haben wir Strom geliefert. Und die Franzosen haben nicht gesagt, wir haben euch schon immer gesagt, euch so abhängig zu machen von russischem Gas, ist total bescheuert und jetzt seid ihr in der schlechten Situation, ja, guckt doch, wo ihr bleibt. Das war jeweils nicht die Reaktion. Und das sollten wir auch nicht kleiner machen, als es ist. Ich sage mal, populistische Regierungen hätten das easiest aufs Einfachste ausspielen können. Das sind wir aber nicht, sondern wir haben in dieser sehr unterschiedlichen Ausgangssituation gemeinsam Solidaritätsabkommen verhandelt und erreicht und uns gegenseitig einerseits beim Gas und beim Strom geholfen. Und ohne irgendwelche Vorwürfe, sondern gesagt, das ist die Situation, wir sind da, um zu helfen und wir arbeiten auch an den zukünftigen Problemen gemeinsam. Und deswegen ist das eher für mich ein Bereich, wo man sieht, dass man von unterschiedlichsten Ausgangspositionen gemeinsam durch diese Krise kommt, durch diese Krisen kommend. Das finde ich eben auch so unglaublich wichtig, dass man diese unterschiedlichen Ausgangspositionen einfach einmal kennt und zum Zweiten auch akzeptiert und dann die Komplementarität irgendwo sucht, ne? Und die Solidarität. Man wird nie die Franzosen davon überzeugen können, aus der Atomenergie auszusteigen. Das ist hier gesellschaftlicher Konsens. Und genauso wird man Deutschland nicht davon überzeugen können, die Atomenergie anzunehmen, das ist halt so, ne? Und jetzt muss man versuchen, da aber irgendwelche Lösungsschritte zu finden und die wir ja auch in irgendeiner Weise gefunden haben, ne? Und genauso wie in der Pandemie, ich meine, das wird manchmal auch gar nicht geeignet oder genug unterstrichen. Ich meine, dass wir gemeinsam Schulden aufgenommen haben, das ist ein unglaublich qualitativer Sprung, ne? Damit ist die EU auch weiter fortgekommen. Das war ein echtes Solidaritätsbezeugnis. Und ich meine, da ist Deutschland ja auch viele Schritte wieder auf Frankreich zugegangen oder auf diese französische Position und auch auf die Position anderer Mitgliedstaaten. Ich meine, ich sage hier oftmals auch in Frankreich, wenn man sagt Schulden, das Wort Schulden enthält in Deutsch das Wort Schuld, ne? Das ist auch wieder sowas, würde ich sagen, gesellschaftliches, was auch die deutsche Gesellschaft prägt. Und da sind wir und da hat Deutschland ja auch wirklich Solidarität gezeigt, ne? Und das geht natürlich nicht immer. Es muss auch von beiden Seiten etwas kommen. Deswegen sage ich immer wieder, das deutsch-französische Verhältnis lebt in einem Spannungsfeld. Aber aus diesem Spannungsfeld gehen auch immer wieder Lösungen hervor. Und manchmal, ja gut, manchmal wird es halt ein bisschen, wie in letzter Zeit, ein bisschen kritischer. Aber ich glaube, wir uns bewusst. Ich meine, Franziska ist auf Regierungsseite. Ich bin Parlamentarier. Wir müssen alle zusammenarbeiten, wir brauchen alle mit im Boot. Wir haben da manchmal vielleicht eine unterschiedliche Sichtweise, aber wir können auf jeden Fall, Vergangenheit hat es gezeigt, da zusammenkommen. Inwiefern ist vor diesem Hintergrund, also ich bin erstmal sehr dankbar dafür, ne, dass Sie das Positive betonen und die Dinge, wo Kooperation gut funktioniert, trotz unterschiedlicher Interessen. Inwiefern, Frau Theillet, wenn wir uns mal Ihrem Ressort Sicherheit und Verteidigung annähern, ist da die Zeitenwende nicht irgendwie auch eine große Chance, die deutsch-französische Zusammenarbeit noch weiter zu stärken? Also herrscht in Paris eher Freude darüber, dass sowas jetzt ausgerufen worden ist, eine Zeitenwende, Deutschland ist vielleicht erwacht aus so einer Art sicherheitspolitischen Phlegma? Oder herrscht auch ein Stück weit Unmut oder Frustration, Anfangsfrustration darüber, dass die Umsetzung noch ein bisschen holprig ist? Vielleicht auch die ersten Mittel aus dem Fonds für die Bundeswehr eben nicht in europäische, sondern amerikanische oder israelische Projekte investiert worden sind. Wie blicken Sie darauf?
Ja, auf der einen Seite ist es ein positives Zeichen, dass Deutschland jetzt aus unserer Sicht, sagen wir mal, auch ein bisschen aufgewacht ist und die sicherheits- und verteidigungspolitischen Fragen vielleicht auch ernster nimmt und auch bereit ist, jetzt dafür Finanzmittel bereitzustellen. Auf der anderen Seite hat es natürlich, und das kann man auch nicht unter den Tisch fegen, Irritationen ausgelöst hier in Frankreich, weil wir haben natürlich eine andere Einstellung zur NATO zum Beispiel. Wir sind beide NATO-Partner und das wird auch in Frankreich nicht in Frage gestellt. Aber wir möchten natürlich, und das vielleicht ein bisschen mehr als Deutschland, eben auch die europäische Verteidigung voranbringen und auch im kapazitären Bereich viel mehr im europäischen Rahmen, in unsere europäischen Industrien investieren. Und da bestehen natürlich Ängste zu sagen, ja, die 100 Milliarden, die jetzt ausgegeben werden sollen auf deutscher Seite, wo gehen die eigentlich hin? Das sind große Fragen, die eben auch bei uns hier im Verteidigungsausschuss von meinen parlamentarischen Kollegen dann doch öfters auf den Tisch gelegt werden. Und da ist natürlich die Frage gestellt worden, warum F-35 Jagdflieger zu kaufen, warum, wenn es um den Luftverteidigungsschirm geht, warum wird da nicht mehr in bestehende europäische Systeme investiert? Ich bringe hier mal gerade eine Frage aus dem Chat rein, weil die gerade in der Sache perfekt dazu passt. Dann machen wir das jetzt schon und nicht erst anschließend. Hier wird die Frage gestellt, welchen Schaden hat die Bestellung von F-35 Kampfjets ausgelöst? Ganz im Gegensatz des eigentlichen Aachener Vertrages, wo engere Zusammenarbeit vereinbart worden war. Also nochmal die Nachfrage, Sie haben das eingeordnet, Frau Trier, aber war es nicht letzten Endes doch schädlich, was da passiert ist? Nein, also von Schaden würde ich nicht sprechen. Irritation, ja, es hat Irritationen ausgelöst. Aber ich meine, es gibt natürlich auch Argumente auf deutscher Seite. Man kann erklären, warum das erfolgt ist, warum es gibt Verpflichtungen auch der NATO und den Amerikanern gegenüber. Das kann man schon verständlich machen. Man kann auch verstehen, dass in dieser schwierigen Situation vielleicht auch man manchmal ein bisschen kurzfristiger handeln muss, als uns das lieb ist. Aber das kann man ja auch wieder zusammenbringen. Auf einer Seite dieses Kurzfristige, wir brauchen sofort etwas. Wir müssen auf eine Situation reagieren. Aber dabei sollte man nur das langfristige Denken auch nicht vergessen und eben sich wirklich Gedanken über eine neue europäische Sicherheitsstruktur machen. Und wenn man von europäischer Souveränität spricht, die uns ziemlich wichtig ist, oder Autonomie, ich weiß jetzt, wie sagt man, Autonomie strategique, wie sagt man das jetzt auf Deutsch? Strategische Souveränität. Ja, danke, strategische Souveränität. Dann muss man auch dafür etwas tun, würde ich sagen. Ne? Aber beides kann auch wieder komplementär sein und man sollte diese Irritationen auch nicht hochspielen. Europäische Souveränität ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Frau Brandner, da haben Sie ja wirklich mit dem Koalitionsvertrag eine sehr viel klarere Sprache gesprochen, der Ampelkoalition, als es noch in der Vergangenheit der Fall war. Deutschland hat sich sehr klar bekannt zu dem Konzept von europäischer Souveränität. Und ich würde mal vermuten, als man diese Zeilen geschrieben hat, hatte man Paris zumindest auch im Hinterkopf. Verstehen wir dann aber wirklich auch, also rhetorisch sind wir da sehr nah beieinander, aber verstehen wir Deutschland und Frankreich unter diesem Wort auch konzeptionell wirklich das Gleiche? Also Frau Thillier hat darauf hingewiesen, mit Blick auf die NATO und das transatlantische Verhältnis, nicht erst seit gestern haben Deutschland und Frankreich unterschiedliche Vorstellungen. Also wie nah sind wir wirklich bei der Zielvorstellung eines souveränen Europas? Also ich glaube, wir sehen ja alle, dass wir in dieser aktuellen Situation in Europa mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine sehr dankbar dafür sind, dass wir amerikanische Partner haben, die uns in dieser Situation unterstützen und helfen. Und ich füge natürlich hinzu, auch ist es ein Glück, dass wir da eine Biden-Administration sitzen haben, mit der wir so klar wertepartnerschaftlich gemeinsam diese Situation angehen. Aber die Verletzlichkeit ist ja klar auf unserem Kontinent. Und deswegen finde ich, ist natürlich die Frage der NATO hat sich nochmal ganz anders jetzt auch wieder gestellt durch diesen furchtbaren Krieg. Und man sollte in solchen Tagen die Relevanz der transatlantischen Partnerschaft nicht,
nicht unterschätzen. Und deswegen ist da auch, soweit ich weiß, ist auch von der französischen Regierung das auch nicht eine Tag in Frage gestellt worden. Sondern es ist ganz klar, dass das der Rahmen ist, in dem wir diese das auch gemeinsam angehen. Und zu der Frage mit dem F-35, ich sag mal, das ist ja auch eine zeitliche Dimensionsfrage. Und mein Eindruck, Sabine, war, dass die Kritik aus Frankreich eher kam zu dem Zeitpunkt, als wir noch nicht beim FCAS weitergekommen waren. Ja. Und dass man den Eindruck hat, wir machen jetzt nur amerikanisch und die europäischen Projekte bleiben sozusagen auf der Strecke. Mein Eindruck ist, dass seit wir beim FCAS ja einen relevanten Schritt nach vorne gekommen sind, da auch gar nicht mehr die Irritation da ist, sondern das wichtig war, dass man das in Einklang bringt und zeigt, natürlich arbeiten wir intensiv und auch mit mehr Elan. De facto, Sabine, bringt das uns ja mehr Kraft, hier an diesen Themen zu arbeiten, auch an den europäischen Projekten, die groß sind, die auch nicht morgen fertig sind. Aber wir haben auch eben in der Zwischenzeit Bedürfnisse, die nicht nur wegen uns sind, sondern wegen der Sicherheit Europas. Und deswegen glaube ich, ist da eigentlich der Punkt, also ich kriege diese Kritik nicht mehr. Das war sozusagen, fand ich, durchaus irgendwie nachvollziehbar im Sinne von, ihr macht das eine ohne das andere, oder zumindest war der Eindruck, dass das bei uns im Verteidigungsministerium nicht gleichermaßen prioritär bearbeitet wurde. Aber dann hat ja auch das Verteidigungsministerium diesen Schritt gemacht, getan. Das waren ja auch keine einfachen Verhandlungen. Deswegen hoffe ich, dass dieses Projekt auch schnell genug vorankommt. Ja, das sind zwei wichtige Projekte, FCAS und MGCS, also der Panzer auch der Zukunft. Und das war natürlich auch das waren langwierige Verhandlungen, wo ja natürlich dann auch unsere Industrien dann ein bisschen wieder in Konkurrenz getreten sind. Das ist ja auch immer ein bisschen das Problem. Auf der einen Seite müssen wir gemeinsam europäische Solidarität zeigen, gemeinsam vorankommen bei der europäischen Verteidigung, in der Sicherheitsstruktur. Aber wir haben natürlich auch beide Wirtschaften, Industrien, die ja auch irgendwie leben oder überleben müssen und die finanziert werden müssen und wo es dann zum Teil eben auch Konkurrenz gibt. Aber da hat es ja wirklich jetzt, ist es ja Gott sei Dank zu einer Einigung gekommen. Und ich hoffe, dass das auch bei den nächsten Schritten, das ist ja jetzt erst eine Phase, bei der wir uns geeinigt haben, und dass wir die nächsten Phasen vielleicht ein bisschen schneller hinbekommen. Ich glaube, da ist es wichtig, dass wir uns einfach viel mehr vorher abstimmen. Ich glaube, da hakt es manchmal auch daran, dass wir viel mehr auf allen Ebenen im Gespräch bleiben. Und wenn ich noch ergänzen darf, wegen europäischen und auch Industrie, wir haben eine Beschleunigung im Vergaberecht gemacht mit Blick auf die Beschaffung für die 100 Milliarden, also für diesen 100 Milliarden Fonds, nicht per se und nicht für immer, aber für diese Gelder. Und dort haben wir eine Erleichterung reingemacht für europäische Projekte. Also explizit, das ist medial nie so groß gelaufen, aber das ist relevant. Also dass man explizit, das war auch von unserem Ministerium ein wichtiger Punkt, der ist auch im Parlament relevant gemacht worden, hier explizit auch eine Erleichterung für europäische Projekte drin hat. Sollte man nicht vergessen, wenn man über europäische Verteidigungspolitik spricht. Okay, danke. Das hatte ich nicht gesehen zum Beispiel. Da habe ich jetzt etwas Neues gelernt. Frau Thier, Sie sagten gerade, also in der Sache kriegt man das irgendwie alles hin. Man muss sich nur einfach irgendwie rechtzeitiger, frühzeitiger abstimmen und informieren. Woran liegt das, dass das so offenbar bislang noch nicht hinreichend klappt? Also Strukturen, Gesprächskanäle, möchte man noch meinen, gibt es eigentlich genug? Mangels an Bewusstsein kann ich mir eigentlich auch kaum vorstellen, wenn ich Ihnen beiden zuhöre. Also wo ist da das Problem? Ich meine, das Problem ist unter anderem, liegt es auch daran, ich glaube, wir haben eine ganz unterschiedliche staatliche Organisation, ganz andere Strukturen. Und da muss man auch viel wieder einander näher kommen, um die verschiedenen Entscheidungsebenen überhaupt zu kennen. Ich meine, bei uns ist die Exekutive sehr stark. Frankreich ist wirklich noch immer trotz aller Bemühungen ein Zentralstaat, während Deutschland ein Bundesstaat ist mit unterschiedlichen Entscheidungsebenen, je nach Thema und eben, wie gesagt, diese föderale und auch die föderale Struktur, aber eben auch, würde ich sagen,
ja, eine parlamentarische Demokratie. Während unser Parlament in dieser Beziehung eben in vielen Bereichen einfach schwächer ist. Ne? Und das sind so Dinge, die muss man wissen. Und Franziska war beide in einer Arbeitsgruppe, aus der dann die deutsch-französische parlamentarische Versammlung hervorgegangen ist. Und wir haben uns gesagt, wir dürfen das deutsch-französische Verhältnis nicht nur den Regierungen überlassen, sondern wir müssen, oder der Zivilgesellschaft, wir müssen auch auf parlamentarischer Ebene zusammenkommen, um unsere verschiedenen, einfach um unsere ja, verschiedenen Entscheidungs- und Handlungsweisen einfach besser kennenzulernen und dafür mehr Verständnis zu entwickeln. Denn die interkulturellen Unterschiede, die gibt es, die sind da, die muss man kennen. Ich komme von, und da läuft ja auch sehr viel, also es gibt ja unglaublich viele Kooperationsprojekte, es gibt Städtepartnerschaften, das deutsch-französische Jugend- und Zukunftswerk und dergleichen mehr. Ich komme trotzdem noch einmal zurück zur Sicherheitspolitik und so strategischen Fragestellungen, denn die poppen auch ganz schön viel im Chat auf. Und ein Themenkomplex dreht sich um die Frage von oder die Rolle von Polen und Osteuropa, ja, mit Blick auf die Sicherheitspolitik. Es gab ja kolportiert durch die Medien offenbar die französische Sorge, möglicherweise, dass sich Deutschland stärker nach Osteuropa und von Frankreich abwenden würde in sicherheitspolitischer Hinsicht. Kann gut sein, dass da zu viel daraus gemacht worden ist. Also gibt es diese Sorge wirklich? Und wenn ja, also was steckt da eigentlich dahinter? Also ist es nicht irgendwie auch aktuell gerade irgendwie folgerichtig und logisch, dass Osteuropa eine viel stärkere sicherheitspolitische Bedeutung bekommt? Und wäre es nicht eigentlich auch für Frankreich sinnvoll, sich stärker nach Polen zu orientieren, nach Osteuropa zu orientieren, gerade vielleicht auch, wenn Deutschland mit der Zeit wieder gar nicht so richtig vorwärts kommt, mit Zielrichtung strategischer Autonomie für Europa? Mhm. Ich meine, traditionell hat Frankreich natürlich immer mehr in den Süden geschaut und immer mehr nach Afrika geschaut als in den Osten. Und Deutschland hat traditionell, auch von der Geschichte her begründet, immer mehr in den Osten geschaut. Also da müssen beide auch wieder aufeinander zugehen. Dann natürlich hier in Frankreich, Frauen sind auch betreten, das muss man ganz ehrlich sagen. Das sehe ich auch immer wieder. Ich kann immer nur von dem ausgehen, was ich selber erlebe. Ich bin ja nicht in der Regierung, aber ich sehe, was so die Kollegen auch im Verteidigungsausschuss oft da sagen, die Fragen, die sie stellen. Und da besteht schon die Sorge, dass Deutschland sich wirklich wesentlich mehr nach Osten wendet und sich vielleicht ein bisschen von Frankreich abwendet. Diejenigen, die nicht im deutsch-französischen Verhältnis involviert sind, würde ich sagen, die haben einfach diese Sorgen. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass man auf allen Ebenen eben irgendwie zusammenkommt und die Themen eben auch bearbeitet. Und gerade eben auch auf parlamentarischer Ebene, wie ich das eben sagte, damit diese Sorgen einfach entschärft werden, dadurch Irritationen entschärft werden und man eben zu gemeinsamen Anschauen hinsichtlich der Sicherheitsstruktur eben auch kommt. Und Verständnis überhaupt entwickelt für solche unterschiedlichen Ansichten. Frau Brandner, ich würde die Frage gerne auch Ihnen stellen und ich spitze sie auch einmal durchaus mal so zu, wie sie hier im Chat formuliert worden ist. Also wird Polen als Konkurrenz wahrgenommen für die Achse Deutschland-Polen oder könnte man sich nicht vorstellen, was Neues aufzubauen, eine Achse Polen-Frankreich-Deutschland? Gut, das Weimarer Dreieck ist ja jetzt irgendwie kein neuer Gedanke, sondern eine bestehende Kooperationseinheit, die ja auch aufgrund politischer Verhältnisse manchmal besser und manchmal schwieriger funktioniert. Aber was ich mit Blick auf Verschiebung Richtung Osten, ich würde es komplett anders definieren. Ich erinnere mich noch viele Jahre, und Sabine, du bestimmt auch, als es immer Visegrad-Staaten gegen den Rest waren. Es war sehr schwierig. Davon ist ja jetzt nichts mehr übrig. Also im positiven Sinne, dass wir hier wirklich eine Wandlung hatten, dieser Block in Anführungsstrichen so nicht mehr existiert und die polnische Regierung sich konstruktiv in die europäischen Zukunftsdebatten einbringt. Das begrüße ich außerordentlich. Ich finde, das ist eine sehr positive Entwicklung in Osteuropa, Südosteuropa, an der wir auch nur gemeinsam alle zusammen wachsen können. Deswegen ist das, finde ich, gar keine Verschiebung, sondern es ist eine Verschiebung im Sinne nicht Verschiebung nach Osten, sondern es ist eine Verschiebung hin zu wesentlich konstruktiveren Debatten und konstruktiven Ansätzen.
So, das ist, glaube ich, wie ich das Ganze beurteilen würde. Jetzt ist Polen, hatte Wahlen, das wissen wir immer, das sind nicht die leichtesten Zeiten. Das ist bestimmt auch etwas, was natürlich dort auch gerade ihre Politik oder die Frage, ist immer so in jeder Demokratie. Und wir haben natürlich die Aufgabe, insgesamt die Rechtsstaatlichkeit auch in diesen Krisenzeiten nicht zu vergessen. Das ist betrifft natürlich auch Ungarn, das wissen Sie, das ist einfach ein Thema, was auch nicht weggeht, nur weil wir gerade den Ukraine-Krieg haben, was auch weiterhin für diese Regierung, ist übrigens auch stark verankert im Koalitionsvertrag, auch weiter umtreibt. Von daher, ich sehe das sehr positiv. Ich finde, das ist gut, dass wir da nicht mehr diese Blockbildung hatten, wie es sie über viele, viele Dossiers hinweg ja gab. Und vielleicht wachsen wir da zusammen dran. Das ist eher mein Eindruck und keine Konkurrenz, keine Sorgen, sondern das Beste draus machen. Vielleicht noch kurzer Nachschub. Ich meinte vorhin auch nicht, dass das, und die Frage meinte auch nicht, dass das Weimarer Dreieck ein neues Format sei, sondern vielmehr war die Frage, kann daraus wirklich eine viel stärkere Achse in sicherheitspolitischer Hinsicht werden, mit neuer Bedeutung. Ich bleibe noch kurz bei diesem Thema Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Da gibt es nämlich noch eine weitere Frage aus dem Chat, die ich gerne auch schon jetzt einspiele. Frau Thillier, wenn Frankreich die europäische Verteidigung stärken möchte, war es dann klug, dass Macron ausgeschlossen hat, die französischen Nuklearwaffen für die europäische Verteidigung einzusetzen? Er hat ja nicht ausgeschlossen, dass französische Nuklearwaffen für die europäische Verteidigung eingesetzt werden. Per se, ich meine, die Nuklearwaffen Frankreichs dienen auch dem Schutz Europas, das ist ganz klar. Aber es ist natürlich jetzt, Frankreich muss natürlich in gewisser Weise, und wir haben gerade in unserem Ausschuss, haben wir ganz viele Anhörungen, gerade diese Woche und auch letzte Woche, zur Dissuasion nucléaire, nuklearen Verteidigungspolitik. Und diese Frage kommt schon auf, aber es ist eindeutig, dass die Nuklearwaffen eben auch der europäischen Verteidigung gelten. Nur das große Problem ist natürlich, inwieweit können wir europäische dann Befehlsstrukturen aufbauen und inwieweit, und da ist natürlich der Knackpunkt, den Entschluss dazu, Nuklearwaffen einzusetzen, hat natürlich nur der Staat, der über diese Nuklearwaffen verfügt. Das ist natürlich nicht vergemeinschaftlicht, in Anführungsstrichen. Und im Endeffekt geht es ja auch darum, ne? Und da muss man natürlich versuchen, wie kommt man da eigentlich weiter, auch auf europäischer Ebene. Der Blick auf die Uhr. Wir haben jetzt hier ungefähr eine gute halbe Stunde miteinander gesprochen. Ich schaue mal in den Chat. Da sind noch nicht so wahnsinnig viele neue Fragen. Ganz viele haben so dieses Thema behandelt. Wie sollten wir uns gegen Osten aufstellen? Welche Bedeutung sollte Polen in Zukunft einnehmen? Ich lade alle Zuschauerinnen und Zuschauer sehr herzlich ein, weitere Fragen zu posten, in den Chat zu stellen. Dann nehmen wir die gerne mit auf. Ein Thema, das wir noch gar nicht groß behandelt haben, aber glaube ich enorm wichtig ist, ist Industriepolitik. Und da passiert in letzter Zeit unglaublich viel. Und das scheint so ein Feld zu sein, wo ein enger Schulterschluss zwischen Frankreich und Deutschland möglich ist, gerade im Angesicht jüngster Initiativen, und das auch vielleicht ein wirkliches gemeinsames Zukunftsprojekt sein kann, wo Frau Thillier, auch wenn Sie die Metapher nicht mögen, Deutschland und Frankreich auch vielleicht doch wieder das sein könnten, was sie so oft waren für Europa, nämlich ein Motor. Frau Brandner, da spiele ich Ihnen mal den Ball zu, weil Sie damit eng befasst sind. Also was passiert da alles gerade und welche Bedeutung haben so gemeinsame industriepolitische Initiativen, auch eine gemeinsame Antwort auf den Inflation Reduction Act, welche Bedeutung hat das? Genau, also das ist ja eindeutig ein Gebiet, in dem wir gerade sehr eng und sehr gut zusammenarbeiten. Wir hatten vor Weihnachten zwischen dem französischen Ministerium und unserem Ministerium ein gemeinsames Papier erarbeitet. Ist auch online, ist also nichts Geheimes. Und wir hatten dort die unterschiedlichen Baskets angegangen. Und die Rede von Frau von der Leyen gestern hat mich doch an vieles auch darin erinnert. Und das ist natürlich einerseits im Sinne von Reaktionen auf die amerikanische Seite, dass man dort
auch mit den Amerikanern weiter verhandelt und versucht, so wie es bei den Autos jetzt mehr oder weniger gelungen ist, auch weiter hier natürlich für uns Wege zu ermöglichen. Aber das Zweite, und das ist der größere Teil, dass wir selber gucken müssen, dass wir unsere Hausaufgaben machen. Und das bedeutet eben einerseits, dass wir Beihilfeverfahren wirklich beschleunigen müssen, auf jeden Fall für die Zukunftstechnologien. So ein klassisches IPCEI-Projekt, also die Projekte, die ja industriepolitisch schon vorangebracht wurden, also Batterien, Halbleiter etc., die dauern so im Schnitt 2 Jahre. Das ist einfach ein ganz schöner Batzen Zeit, wenn man in Amerika einfach einen Tax Credit bekommt. Das ist nicht ganz vergleichbar. Das heißt, wir haben da, aber jetzt ohne Inflation Reduction Act ist das eine Sache, die wir anzugehen haben. Ja, also das finde ich auch mal, das ist einfach unsere eigenen Hausaufgaben. Die haben wir so oder so zu machen. Das ist das Thema Beschleunigung. Dann ist das Thema, dass wir in Europa natürlich auch aus guten Gründen häufig eine Anwendungssubventionierung haben. Ja, also es wird subventioniert, dass man sich ein E-Auto kauft, aber es ist egal, wo das Auto produziert wird. Genau das Gleiche bei der Solarzelle, bei Wind. Und wir natürlich aber merken, dass wir auch gerne erstens bei der Innovation und Technologie bei uns weiter mit vorankommen können und auch Teile natürlich der Produktion, das wird nie alles sein, auch wieder bei uns haben wollen in Europa. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir einfach gucken, dass wir auch qualitative Standards, dass wir stärker daran arbeiten, ein Level Playing Field herzustellen für unsere eigenen Unternehmen, dass sie überhaupt mithalten können im Wettbewerb. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger gemeinsamer Punkt. Auch da wird die Kommission jetzt dran arbeiten. Und dann haben wir die Frage zum Beispiel bei Zöllen. Wir haben höhere Zölle auf die Komponenten eines PV-Moduls als auf das PV-Modul. Was für alle, die in Europa das herstellen wollen und einzelne Komponenten aus anderen Ländern haben, ein Teil schon aus Europa, ist einfach unattraktiver ist, weil die Zölle unterschiedlich sind. Ja, das heißt, wir haben einfach ein paar Punkte, wo man auch sagen muss, vielleicht gucken wir uns das mal an, ob wir nicht unsere eigene Industrie eigentlich benachteiligen. Und dann gibt es einen dritten Bereich, der trifft alle, nicht nur die Industrie, sondern auch die gesamte Wirtschaft, viele Bürger und Bürger, ist natürlich die Frage der Energie, Energiepreise. Da haben wir jetzt ja auch die sozusagen flexiblen Deckel gemeinsam verabschiedet, sitzen gemeinsam an der Reform. Analyse, Weiterentwicklung des Strommarktdesigns, arbeiten gemeinsam an Wasserstoffprojekten. Also da ist ein ganzer Batzen auch Arbeit dahinter, wo wir sagen, das ist auch einfach ein großes Thema. Auch da unsere Hausaufgabe, das gemeinsam anzugehen. Und was übrigens Deutschland und Frankreich auch teilen, ist ein Arbeitskräftemangel. Das ist auch einer der Nachteile. Das ist, sage ich mal, mit die größte und schwierigste Aufgabe, weil das nicht auf Knopfdruck zu lösen ist. Also auch nicht per Gesetz und nicht, sondern das sind viele unterschiedliche Schritte. Das kann man Fachkräfteeinwanderungsgesetz bei uns haben. Aber das ist einfach eine Frage von Weiterbildung, Weiterqualifizierung. Das ist ein ganz, ganz großer Strauß. Aber den haben wir eigentlich mittlerweile fast alle EU-Länder auch als Aufgabe, um industriepolitisch wettbewerbsfähig zu bleiben. Auch wenn das vielleicht mit die schwierigste Aufgabe in der Umsetzung ist. Ich glaube, da sind wir alle ein bisschen aufgewacht, ne? Wenn man von den Anfängen der Europäischen Union ausgeht, wir haben ja eigentlich die Europäische Union gebildet, um Krieg und Streit zwischen uns zu vermeiden. Und heute müssen wir zusammenstehen, um uns in einer ganz unsicheren Welt gemeinsam zu behaupten. Und ich glaube, da haben wir viele Schritte vorwärts gemacht, auch gerade was jetzt die Industriepolitik angeht, was du gerade gesagt hast. Da sind wir uns, glaube ich, einig, dass wir da weiterkommen müssen. Auch bei den Wettbewerbsregeln, da wo vielleicht in Frankreich Ängste bestehen, das sind die staatlichen Beihilfen, ne? Eben dieses 200-Milliarden-Paket oder dieser famöse Doppelwumms hat hier dann doch auch wieder große Fragen aufgeworfen, auch gerade hier bei uns Parlamentariern. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, da gehen die französischen Ansichten und die deutschen so ein bisschen auseinander. Ich glaube, Frankreich würde ja gerne einen neuen europäischen Fonds haben, aus dem dann die staatlichen Beihilfen finanziert werden. Und ich glaube, das wird auf deutscher Seite eigentlich ziemlich abgelehnt, ne? Also da gibt es dann doch wieder
Unterschiede, aber ich auch glaube, da können wir dann auch wieder zusammenkommen, denn wir sind uns ja in der Zielvorstellung einig, ne? Dass wir hier in einer unsicheren Welt uns behaupten müssen, wettbewerbsfähig bleiben müssen und eventuell eben, wie gesagt, auch unsere Wettbewerbsfähigkeit nach außen hin eben auch zu ändern. Ne? Ich hätte gleich auch noch eine Anschlussfrage zu, aber es gibt auch eine im Chat, die priorisiere ich mal. Wie kann man denn als EU ernsthaft einen Subventionswettlauf mit den USA vermeiden wollen, indem man auf breiter Front selbst eine Subventionsoffensive startet und damit das Erfolgsmodell des europäischen Beihilferechts in Frage stellt? Oder anders gewendet, wie will sich die Politik gegenüber allfälligen Versuchen der Unternehmen anhand der ins Schaufenster gestellten öffentlichen Mittel Rent-Seeking zu betreiben, schützen? Ich sehe Frau Brandner leicht mit dem Kopf schütteln. Naja, also ich sag mal so, wir haben ja Milliarden auch in Europa, die wir ausgeben. Es geht ja nur darum, sicherzustellen, dass sie vielleicht etwas schneller dort ankommen, wo sie ankommen sollen. Das ist ja jetzt noch kein Subventionswettlauf, sondern es ist erstmal sicherstellen, dass die Gelder, die wir ausgeben, in einer akzeptablen Zeit dort ankommen und nicht überbürokratisch sind, dass sie de facto eigentlich ihre Ziele nicht erreichen. Das finde ich ist kein Subventionswettlauf, sondern erstmal sicherstellen, dass wir die Instrumente, die wir haben, die Gelder, die wir haben, sinnvoll und zielgenau einsetzen können. Das ist auch noch keine Schleifen im Sinne von, wir schaffen Beihilferecht ab, aber wir müssen gucken, dass es auf die aktuellen Notwendigkeiten angepasst ist. Und zweiter Punkt mit Rent-Seeking, naja, wir sehen halt, dass es geht ja jetzt nicht um irgendwelche Sektoren, sondern es geht um die Green-Tech-Sektoren. Also es geht um Batterien, es geht um Wind, es geht um Solar, es geht um Wasserstoff. Eben die Dekarbonisierung der Industrie. Das sind Bereiche, in denen wir einerseits Interesse haben, dass es schnell geht, aus Klimaschutzgründen. Also wir auch nicht sagen können, ja, gucken wir mal, wie sich das in den nächsten 40 Jahren entwickelt, sondern wir haben da Ziele, gemeinsame europäische Ziele, deutsche Ziele, französische Ziele. Wir haben auch ein Interesse daran, also es hat einerseits das Tempo und andererseits wollen wir natürlich auch sicherstellen, dass wir bei uns diese hohen Investitionen, die am Anfang nötig sind, auch ermöglichen. Es ist einfach so, dass in der Dekarbonisierung der Industrie, das sich natürlich rechnet auf der Strecke, aber erstmal hohe Investitionen nötig sind. Und viele der Unternehmen hatten es nicht so leicht, durch Corona zu kommen. Manche hatten es leichter. Manche hatten es nicht so leicht, durch die Energiekrise zu kommen. Manche hatten es leichter. Wir haben auch jeweils nochmal geholfen. Aber das ist einfach eine Zeit, wo wir sagen, wir möchten bei der Transformation unterstützend tätig sein. Deswegen nehmen wir auch diese Gelder in die Hand, um die Investitionen zu ermöglichen. Wir machen das in Deutschland über die Carbon Contracts for Differences, die ja dann mit dem CO2-Preis korrespondieren und dann auch mal wieder zurückgezahlt werden. Also es ist ja gar nicht so, dass man sagt, das ist forever. Aber wir wissen, die Investitionen am Anfang sind extrem hoch, rentieren sich auf der Strecke. Aber wenn wir nicht unterstützen, werden sie nicht getätigt. Und wir haben ein Interesse daran, erstens, dass sie getätigt werden, zweitens, dass sie schnell getätigt werden. Und deswegen müssen wir gucken, dass unsere Instrumente entsprechend aufgestellt sind. Und wir merken eben gerade, dass sie das nicht sind. Und dann finde ich es nur logisch, ich sage deswegen auch explizit, selbst ohne Inflation Reduction Act würden wir diese Arbeit machen. Ich frage trotzdem in diese Richtung noch einmal nach, weil es dazu noch eine weitere Frage auch im Chat gibt. Und Frau T., ich stelle Sie mal Ihnen die Frage, weil Sie gerade auch davon sprachen, wie wichtig das ist, diese riesige Aufgabe, europäische Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Die Frage im Chat dazu, so wie die EU das gerade macht mit ihrer Industriepolitik, mit ihrer neuen Industriepolitik, heißt das nicht eigentlich, zu protektionistischen Maßnahmen zu greifen, während man öffentlich das Konzept einer offenen strategischen Autonomie vor sich herträgt? Also sehen Sie da einen Widerspruch? Das ist eine ziemlich schwierige Frage. Ich weiß nicht, ob Franziska da nicht vielleicht sogar besser drauf antworten kann. Es ist, natürlich, wir haben ja unseren europäischen Binnenmarkt aufgebaut, um eben alle Barrieren oder versuchen, das Objektiv ist ja die Zielvorstellung, ist alle Barrieren abzubauen und eben vom
Protektionismus hier wegzukommen innerhalb der Europäischen Union. Aber auf der anderen Seite können wir natürlich auch unseren eigenen Markt jetzt nicht schutzlos ausliefern und ohne Instrumente gegenüber vor allen Dingen den Chinesen dastehen. Ich meine, da brauchen wir schon Instrumente, um zumindest den Wettbewerb, das Level Playing Field, wie Franziska das vorhin schon gesagt hat, eben einfach zu garantieren. Ne? Und da müssen wir natürlich auch wieder, wir müssen uns da auch wieder umstellen. Das heißt, auf der einen Seite müssen wir uns festigen innerhalb der Europäischen Union, um gemeinsam geschlossen nach außen auftreten zu können. Frau Brandner, möchten Sie noch was ergänzen? Heute haben Sie mal angesprochen. Also ich sage mal, dass wir haben uns ja, unser Ziel ist ja die strategische Souveränität der Europäischen Union. Und bei strategischer Souveränität ist das Ziel, handlungsfähig und resilient, also widerstandsfähig zu sein. Und dafür müssen wir offensiv sein im Sinne von Innovation stärken, das Beste bei uns herausholen, sicherstellen, dass bei uns die Konditionen so sind, dass die besten Ideen, die sich durchsetzen können, dass tolle neue Ideen entstehen können. Das ist das, was wir sicherstellen müssen im Sinne von, ja, das ist ja das Potenzial und die Stärke, die wir haben. Und auf der anderen Seite geht es darum zu gucken, dass diese guten Ideen sich dann auch durchsetzen können gegenüber zum Beispiel Produkten aus Kinderarbeit, aus Zwangsarbeit. Und wenn es eben nur nach dem Kriterium billig geht, dann ist es fast nicht möglich. Und diese beiden Seiten zusammenzubringen, sagen wir brauchen einen Rahmen, den wir schaffen durch eine gute Innovationspolitik, durch gute Forschungskooperation mit Unternehmen, also alles, was wir auch stark haben in Frankreich zum Beispiel. Wir passen jetzt stark unsere Startup-Strategie an die französische an, weil da in Frankreich in den letzten Jahren viel Tolles passiert ist. De facto haben wir uns davon inspiriert, zu sagen, da müssen wir die besten Konditionen liefern, dass die hier auch loslegen können. Und dann müssen wir eben aber auch dafür sorgen, dass es ein Level Playing Field gibt. Und in Zeiten, in denen autokratische Länder eindeutig die wirtschaftlichen Interessen unter die politischen unterordnen, ganz eindeutig, und dadurch natürlich wir mit dieser Realität umzugehen haben. Und das ist eben deswegen kein Protektionismus, sondern es ist ein realistischer Blick auf diese Welt, der es verknüpft, sich der Welt zuzuwenden, mit vielen Ländern dieser Welt zu handeln, aber gleichzeitig widerstandsfähig, resilient und nachhaltig zu werden. Also ich knüpfe da nochmal dran an. Deutschland und Frankreich richten ihre Industriepolitik, das haben Sie beide gesagt, nach dem Ziel aus, Europa wettbewerbsfähiger zu machen, Europas Souveränität gemeinsam zu stärken. Gibt es da nicht trotzdem auch einen gewissen Zielkonflikt, ne, mit dem Ziel, auch Kohäsion und Konvergenz zwischen Europa zu stärken? Das ist eine der wesentlichen Gründungsmotive für die EU. Ja, also laufen wir nicht Gefahr, dass wir so einen Zielkonflikt produzieren zwischen Spitze und Breite? Also wie gelingt es, dass all die Innovationen, die Sie fördern wollen durch die Industriepolitik, all die Wettbewerbsfähigkeit, die Europa Spitze machen soll, wie kann das gelingen, die auch in die Breite zu kriegen? Und welche Rolle können auch Deutschland und Frankreich spielen? Wird das genug mitgedacht? Ja, also das ist natürlich, wird das mitgedacht. Und die ist die Aufgabe, die wir da sehen, ist ja, dass wir, also ich sage mal, in Deutschland zum Beispiel, ich habe die Zahlen nicht auswendig für Frankreich, Sabine, vielleicht weißt du sie, aber 55% des Handels tendenziell immer mehr sind ja innerhalb der EU von Deutschland, ja. Also sozusagen, das heißt, wir sind einfach super angewiesen auf den Binnenmarkt, ja. Im Vergleich dazu war Russland gar nichts und China ist im Verhältnis dazu auch sozusagen nicht an erster Stelle. Und ich glaube, diese Perspektive, erstens, der Binnenmarkt ist für uns extrem wichtig als der Ort, an dem wir Handel hauptsächlich betreiben. Und zweitens auch zu wissen, dass wir natürlich sehr integrierte Lieferketten innerhalb der EU haben. Das heißt, wenn Deutschland und Frankreich es nicht schaffen, die Modernisierung oder die Erneuerung unseres Wohlstandes zu organisieren, dann werden davon ganz viele andere Länder auch betroffen sein. Ja, also ich sage mal zum Beispiel, wenn wir deutsche E-Autos nicht auf den amerikanischen Markt bringen und dadurch weniger Verkäufe dort haben, dann trifft das auch Unternehmen in Tschechien, in der Slowakei etc. Deswegen ist es auch kein deutsches Auftreten oder kein französisches in Washington, sondern wir reden da auch gemeinsam, weil es eben viele in der Breite betrifft. Und gleichzeitig ist es so, dass wir gucken müssen, dass natürlich auch die EU-Gelder darauf ausgerichtet werden, dass wir wirklich genau gezielt gucken,
geben wir genug aus, geben wir zielführend genug, effizient genug aus. Das ist ja auch das, was wir angehen wollen auf europäischer Ebene. Sind unsere Banken, unsere europäischen, gut genug aufgestellt? Also das ist die Aufgabe, die wir dort haben. Aber an sich, glaube ich, ist das schon etwas, wo wir immer mitbedenken, welche Förderungen brauchen wir dort, aber andererseits auch sehen, was dort ja alles entsteht. Also ich bin zum Beispiel häufig jetzt in den baltischen Ländern gewesen, was die alles an Startup und digitalen Startups haben, das ist ja großartig so. Das ist ja eher, dass die voranschreiten und davon profitieren, wenn wir uns auch mal modernisieren. Ja, dann kriegen sie nämlich einen großen Absatzmarkt Deutschland endlich mal. Oder Schweden, ja, bei uns jetzt Smart Meter, wenn wir mal die Digitalisierung der Energienetze, die wir jetzt gesetzlich voranbringen. Großteil der Anbieter sind gar keine Deutschen, sondern sind kommen aus anderen EU-Ländern, die davon voll profitieren, wenn wir endlich mal den Switch hinbekommen zu einer Erneuerung bei uns. So, deswegen glaube ich, ist das, wir dürfen nur aufpassen, dass wir keine Kriterien setzen, die nur ein deutsches Unternehmen erfüllen kann. Dann würde ich Ihnen recht geben, Herr Zabel. Ja, wenn wir sagen, wir definieren jetzt mal Kriterien, von denen wir vorab wissen, es gibt genau ein Unternehmen, was es einhalten kann und das weltweit und das einzige Unternehmen weltweit ist deutsch. So, dann würde ich Ihnen recht geben. Das wäre dann, aber das gucken wir immer, dass genau das nicht passiert. Also, dass es andere internationale Anbieter gibt, andere europäische. Und weil sonst hätten Sie recht, dass die Kriterien dann sehr den Markt verzerren würden. Ich habe gerade nochmal in den Chat. Ich habe ja früher mal gesagt, man macht es nur über den Preis. Ne? Deswegen, das war immer der Driver zu sagen, der Preis ist das einzige Neutrale. Aber in Zeiten, wo halt andere Länder in dieser Welt so viel staatliche Gelder reinpumpen, um ihre Produkte unter dem Wert zu verkaufen, um unsere Unternehmen einfach rauszuhauen und danach gehen die Preise wieder hoch, aber der Markt ist halt erstmal für die europäischen Unternehmen kaputt. Ja, in solchen Zeiten ist halt, wenn nur der Preis definiert, ist es halt nicht mehr europäisch in vielen Bereichen. Außerdem müssen wir natürlich auch aufpassen, dass unsere Märkte nicht vollständig offen sind und unsere Unternehmen auf anderen Märkten eben ganz anderen Bedingungen ausgesetzt sind. Ich meine, da kommen wir wieder auf das Level Playing Field zu sprechen. Das heißt, wir müssen immer irgendwelche eine Balance finden zwischen Offenheit und gleichzeitig auch Schutz. Ne? Ich weiß, dass Sie beide heute ganz pünktlich raus müssen und das berücksichtigen wir definitiv auch. Trotzdem, es gibt noch drei Fragen im Chat. Die eine macht vielleicht ein bisschen größeres Fach auf, aber ich würde sie trotzdem versuchen, noch einzubringen. Dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Eine Frage ist hier, wie sehen Sie denn das gegenseitige kulturelle Verständnis? Also Mittler wie Alfred Grosser wird hier zitiert, werden seltener. Die jeweilige Sprache des anderen wird weniger gelernt. Habe ich heute noch irgendwo gelesen, dass es an deutschen Schulen immer weniger Französischunterricht gibt. Sabine Thier, ist das ein Problem? Ja, also für mich ist das ein Problem. Das ist auch so ein Gebiet, da würde ich gerne, dass wir da Fortschritte machen mit interkultureller Kompetenz, würde ich sagen, die oftmals wirklich unterschätzt wird in unseren Beziehungen. Da entstehen manchmal unglaubliche Missverständnisse. Vielleicht mal ein Beispiel. Es gibt das Wort Konzept, das gibt es im Deutschen und es gibt das Wort Konzept im Französischen. Ne? Hört sich gleich an, aber ein Franzose, der mit einem Konzept kommt, der hat eigentlich eine Idee. Und ein Deutscher, der mit einem Konzept in eine Besprechung geht, der hat schon so, das ist schon wirklich etwas, was ausgearbeitet worden ist, wo man weiß, wie komme ich von A bis Z und gut. Und das sind dann so Dinge, ich meine, es gibt keine Schwarz-Weiß-Malerei, aber wo dann der Franzose sagen könnte, mein Gott, der Deutsche hat das alles schon so ausgearbeitet und der will mich jetzt hier überrollen, damit ich der ganzen Sache zustimme. Und der Deutsche könnte dann sagen, ja, mein Gott, wir sind hier in einer Besprechung und der Franzose kommt dann nur mit so einer Idee. Wir wollten doch eigentlich viel mehr weiterkommen. Und das ist, oder wenn wir zum Beispiel auch von, das war immer ein Beispiel, das der ehemalige deutsche Botschafter in Paris gegeben hat, wenn wir von Industrie de la Défense sprechen, Rüstungsindustrie, hören wir eigentlich das Gleiche oder vielleicht heute etwas mehr als vorher, aber eigentlich hört ein Deutscher? Rüstung, Industrie und was hört ein Franzose? Rüstung oder mehr Verteidigung, würde ich sagen. Verteidigung unserer Interessen und auf deutscher Seite vielleicht mehr wirtschaftliche Interessen. Aber wie gesagt, man muss vorsichtig damit sein. Es gibt keine Schwarz-Weiß-Malerei,
Aber diese Unterschiede bestehen, die Unterschiede in unseren Erziehungssystemen, und die sollte man eigentlich viel besser kennenlernen. Überhaupt ganz allgemein auf Französisch, auf europäischer Ebene zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten kennen wir eigentlich diese unsere interkulturellen Unterschiede nicht genug, die eigentlich auch bereichert sind. Das heißt nicht, es ist schlechter oder besser, es ist einfach anders. Und aus diesem Anders können dann auch wieder Lösungen entstehen. Und deswegen ist auch die Sprache wieder wichtig. Die Sprache übermittelt oder vermittelt ja auch interkulturelle Kompetenz. Und da macht es schon Sorgen, dass sowohl das Deutsche in Frankreich an die Dynamik verliert, als eben auch die französische Sprache in Deutschland. Wir sind immer noch auch gegenseitig wichtigster Handelspartner. Und mit Englisch allein kann man auch nicht alles machen. Denn ein Deutscher und ein Franzose, die ein englisches Wort benutzen, interpretieren vielleicht da auch nicht dasselbe hinein. Und ich hoffe auf den deutsch-französischen Ministerrat am Sonntag, dass vielleicht da auch neue Vorschläge kommen. Also Herr Zabel, Sie haben ja gesagt, die gibt's gar nicht mehr in der nächsten Generation. Doch, die gibt es schon. Die kann man auch mal einladen und porträtieren oder denen eine Bühne geben. Sag mal, ja, Bénédicte Savoy, Thomas Hengelbrock. Also es gibt ja sehr viele. Anselm Kiefer ist einer der berühmtesten Künstler, der sehr deutsch-französisch lebt. Ostermeier, Nils Minkmar. Also ganz ehrlich, das ist schon auch nochmal eine andere Generation. Und da gibt's die Namen auch. Die sind vielleicht noch nicht so, dass sie, ich glaube, Alfred Grosser war in dem Alter von Bénédicte Savoy wahrscheinlich auch noch nicht allen so geläufig. Aber es ist unsere gemeinsame Verantwortung, diese Personen, denen auch immer wieder ein Forum zu geben, eine Bühne zu geben, sie einzuladen. Wenn man will, findet man sie. Es gibt sie eindeutig, auch gerade in dem Kulturbereich. Und wir sitzen daran. Wir werden am Wochenende ja auch noch mal ein neues Nachwuchsprogramm auf den Weg bringen, Sabine, was du gerade, glaube ich, angedeutet hast. Da gab es jetzt den Aufruf auch dazu, wo wir explizit nochmal sagen, junge Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen bringen wir nochmal zusammen, um genau das nochmal zu stärken. Aber wir sollten es auch nicht kleiner reden, als es ist, sondern eher häufiger jeden Leuten, die im Deutsch-Französischen aktiv sind, auch ein Forum zu bieten. Wir hätten jetzt zwar noch weitere Fragen im Chat, aber ich fürchte fast, die machen zu große Fässer auf, als dass wir die in den letzten 2 Minuten noch behandeln können. Insofern lassen wir das, glaube ich, einfach mal so als schönes Schlusswort stehen. Das Plädoyer für die weitere Stärkung kultureller Zusammenarbeit, für das weitere Begegnen auch jüngerer Generationen zwischen Deutschland und Frankreich. Mit Blick auf die Uhr, liebe Frau Brandner, liebe Frau Thillier, ich möchte Ihnen ganz herzlich danken. Ich glaube, wir haben sehr viel gelernt über die deutsch-französischen Beziehungen, viel Optimismus mitgenommen. Das ist super. Umgekehrt wünsche ich Ihnen ganz viel auch Spaß, trotz aller Widrigkeiten, in denen Europa steckt, wenn Sie sich am Sonntag in Paris hoffentlich sehen werden, anlässlich der Feierlichkeiten des Élysée-Vertrags. Ihnen allen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ganz herzlichen Dank für das reichhaltige Interesse. Darüber freuen wir uns sehr. Bis bald und auf Wiedersehen. Danke. Tschüss. À la prochaine. À dimanche, Sabine. À dimanche, super.